Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Georgia, ich freue mich, dich und deine Ministerinnen und Minister heute zu unseren Regierungskonsultationen in Berlin zu begrüßen. Deutschland und Italien verbindet eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine enge, gewachsene Freundschaft zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Länder. Zunächst kurz ein Wort zu G20. Georgia und ich haben heute Mittag gemeinsam von Berlin aus an der Videokonferenz der G20-Staats- und Regierungschefs unter Leitung des indischen Premierministers Modi teilgenommen. Ich habe Premierminister Modi meinen Dank für einen erfolgreichen G20-Gipfel in Delhi ausgesprochen. Indien hat die G20 in einer sehr schwierigen weltpolitischen Lage zu einer Reihe guter Beschlüsse geführt. Ich habe deutlich gemacht, dass wir diese Beschlüsse nun umsetzen müssen und dass dazu auch zählt, für einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine auf Grundlage der Prinzipien der UN-Charta einzutreten. Wie bekannt hat der russische Präsident heute zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine an einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der G20 teilgenommen. Ich habe dazu aufgerufen, dass Präsident Putin seinen Angriff auf die Ukraine beendet und Truppen vom Territorium der Ukraine abzieht, damit dieser Krieg endlich ein Ende findet. Nun zu den Regierungskonsultationen. Heute haben wir den deutsch-italienischen Aktionsplan unterzeichnet, der unsere Zusammenarbeit strukturiert. 5 Themenbereiche sind dabei für uns von besonderem Interesse. Technologie, Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt, Klimaschutz, globale Partnerschaften, Europa und unsere gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Dieser Aktionsplan wird nicht nur zu neuen Kooperationsprojekten führen, sondern auch neue Formate schaffen, um unsere Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Ich danke ausdrücklich dem Auswärtigen Amt, das diesen Plan gemeinsam mit dem italienischen Außenministerium federführend erarbeitet hat. Ein besonderer Schwerpunkt unserer heutigen Konsultation lag auf dem Kapitel Wirtschaft, Technologie und Innovation sowie Sicherheit und Verteidigung. Wir sind uns einig, dass wir unsere Energiezusammenarbeit ausbauen wollen, um die langfristige Versorgungssicherheit und Transformation zu stärken. Besonders wichtig ist dabei, den Südkorridor für Gas und Wasserstoff auszubauen. Mit einer neuen Pipeline über die Alpen wollen wir die Versorgungssicherheit unserer beiden Länder erhöhen. Parallel dazu wollen wir rasch ein deutsch-italienisches Gas- und Solidaritätsabkommen abschließen. Um unsere Volkswirtschaften zu stärken, wollen wir miteinander sprechen, wie wir den Mittelstand besser fördern. Genehmigungsverfahren beschleunigen und Innovationen, insbesondere bei künstlicher Intelligenz, erleichtern können. Einig sind wir auch darin, dass die Europäische Union eine ambitionierte Handelsagenda benötigt, um unsere wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen. Diese Themen haben wir auch gerade bei einem Business Roundtable mit Unternehmens- und Verbandsvertreterinnen und Vertretern aus beiden Ländern diskutiert. Natürlich haben wir heute auch darüber gesprochen, wie wir die Ukraine weiter dabei unterstützen können, sich der russischen Angriffe zu erwehren. Klar ist, wir werden die Ukraine so lange unterstützen wie nötig. Auch die Erweiterung der Europäischen Union hat uns beschäftigt und so wird dann erfolgreich sein, wenn die Europäische Union gestärkt daraus hervorgeht. Hierzu bedarf es nicht nur Reformen in den Beitrittsländern, sondern selbstverständlich auch in der EU selbst. So haben wir das auch beim Treffen des Europäischen Rats in Granada miteinander vereinbart. Jetzt ist es wichtig, dass sich alle Mitgliedstaaten mit ihren Ideen einbringen, wie die Europäische Union der Zukunft aussehen soll. Und auch über das Thema Migration beraten werden. Wir sind uns einig, dass der Abschluss der DEAS-Reform wichtig ist und wir einen partnerschaftlichen Ansatz brauchen mit Herkunfts- und Transitländern. Schließlich sprachen wir auch über den Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Lage in Gaza. Die Vereinbarung über die Freilassung von einigen Geiseln ist eine gute Nachricht. Wir danken allen beteiligten Regierungen. Jetzt geht es um die Umsetzung der Vereinbarung. Das werden wir diplomatisch unterstützen. Für uns bleibt klar, Israel hat das Recht und die Pflicht, sich selbst zu verteidigen im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Humanitäre Pausen und der Schutz von Zivilisten sind dabei von großer Bedeutung.
Und wir sind uns einig, dass die humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza deutlich verbessert werden muss. Gemeinsam treten wir ein für eine Zwei-Staaten-Lösung. Israelis und Palästinenser sollen ein Leben in Frieden ermöglicht werden. Liebe Georgia, die Palette unserer gemeinsamen Themen ist lang und die Abstimmung zwischen Deutschland und Italien stets eng und vertrauensvoll. Diesen engen Draht werden wir sicherlich auch im kommenden Jahr beibehalten, wenn Italien der Gruppe der G7 vorsitzt. Ich danke für den Besuch. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Meine Damen und Herren, auch ich möchte mich für den Bundeskanzler herzlich bedanken für diesen sehr wichtigen Tag. Und es freut mich sehr, mit meiner Delegation wieder zurückgekehrt zu sein, nachdem ich schon im Februar und März dieses Jahres hier anwesend war. Das ist ja schon das dritte Treffen, das wir auf bilateraler Ebene haben zwischen dem Kanzler Scholz und mir, abgesehen von allen anderen Gelegenheiten, die wir hatten, uns zu treffen am Rande der internationalen Gipfeltreffen. Aber mit dem Regierungsgipfel, den wir heute hier sehen und mit unserem Aktionsplan feierlich begangen sind, hat eine ganz neue Phase eingeleitet. Und ich glaube, dass das unterstrichen werden muss. Deutschland und Italien treffen sich jetzt wieder in diesem Format, Regierungsgipfel, Regierungskonsultationen nach 7 Jahren. Und das ist doch ganz klar eine Wende in unseren Beziehungen, die ohne dies schon ausgezeichnet sind. Aber heute ist noch etwas mehr geschehen. Wir haben ja soeben, wie ich gesagt habe, den Aktionsplan unterzeichnet. Daher haben wir jetzt eine andere Ebene erreicht, als unsere bilateralen Beziehungen betrifft. Wir festigen sie und es gibt auch neue Bereiche des Dialogs und es ermöglicht uns hier, uns weiter gemeinsam zu entfalten. Und ich glaube, das ist eine ausgezeichnete Botschaft auch, die wir an ganz Europa senden. Und diese zwei großen Staaten Europas zeigen, dass sie ihre Partnerschaft festigen wollen, dass sie mit intensiver einen Dialog führen wollen, was die wichtigsten Themen auf europäischer und weltweiter Ebene betrifft, zu einem Zeitpunkt, der grundlegend ist für unseren Kontinent. Und da ist es wichtig, dass die Politik wieder Entscheidungen trifft und Verantwortung übernimmt für die Entscheidungen, die sie trifft. Mit diesem Aktionsplan sind wir natürlich sehr ehrgeizig, auch was die Ziele betrifft, nämlich, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger wird, bilaterale Investitionen, um Arbeitsplätze zu schaffen, den sozialen Zusammenhalt zu fördern, globale. Die Energieversorgung garantieren, Dialog, was Sicherheit betrifft, zu intensivieren, wie auch die Kooperation im Verteidigungsbereich, die kulturellen Beziehungen zwischen unseren Völkern, zwischen unseren Nationen zu vertiefen und gemeinsam Zusammenarbeit, um die Agenda Europas voranzutreiben. Das ist eine sehr wichtige und signifikante Herausforderung und vor allem auch, was unsere Produktionssysteme betrifft. Deutschland und Italien sind ja die zwei größten Volkswirtschaften, was das produzierende Gewerbe betrifft. Und wir ergänzen unsere Wirtschaftssysteme auch. Und unsere Produkte sind exzellent. Und nicht andere, viele andere Nationen haben so exzellente Produkte wie wir. Wie gesagt, die Integration zwischen unseren zwei Produktionssystemen ist sehr groß. Ich denke nur an den ganzen Automobilbereich zum Beispiel. Und all das kann aber noch weiter ausgebaut werden, zum Beispiel im Bereich der Infrastruktur und der Verteidigung der Energien, um nun konkrete Beispiele hier zu zitieren. Ich bin also sehr zufrieden damit, wie unsere Arbeiten über die Bühne gegangen sind, auch was die Verteidigung unserer Produktionssysteme betrifft. Es gab ein wichtiges Businessforum auch heute, wo die repräsentativsten Unternehmen Deutschlands und Italiens vertreten waren, sich ausgetauscht haben. Gemeinsam mit Kanzler Scholz und mit mir und natürlich auch mit unseren Ressortministern. Im bilateralen Treffen dann mit Kanzler Scholz haben wir uns mit vielen Themen auseinandergesetzt. Natürlich den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und Deutschland und Italien. Von Anfang an haben wir denselben Weg eingeschlagen, was den Krieg betrifft. Und auch heute haben wir wiederholt, dass wir voll und ganz hinter der Ukraine stehen, was die Unversehrtheit des gesamten Landes betrifft. Und wir sind
gewillt, sie weiter in jeder Hinsicht zu unterstützen. Die nächsten zwei Konferenzen über den Wiederaufbau in der Ukraine werden zunächst in Deutschland und dann in Italien stattfinden. Denn über den Wiederaufbau der Ukraine zu sprechen, bedeutet, dass wir hier hoffen, dass es eine Zukunft der Integration, der Integrität und unversehrtet für die Ukraine und für Europa gibt. Und dann das G20-Treffen heute, auf das schon der Kanzler hingewiesen hat, haben wir beide gemeinsam teilgenommen. Und es hat auch, wie Sie ja schon wissen, auch Präsident Putin teilgenommen zum ersten Mal seit Ausbruch des Angriffskrieges. Und wir haben auch dort unsere Position nochmals bekräftigt, auch als Russland gesagt hat, eventuell den Weg ins Auge zu fassen, der zu einem Frieden führen könnte. Am einfachsten wäre es, die eigenen Truppen zurückzuziehen aus der Ukraine, und auf diese Art könnte die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederhergestellt werden. Auch das ist bekräftigt worden. Dann sind wir auch einer Meinung, was den Nahostkonflikt betrifft. Von Anfang an waren wir einer Meinung, und ich könnte ohne weiteres all das unterschreiben, was er heute hier bei dieser Pressekonferenz gesagt hat. Wir unterstützen voll und ganz Israel. Sie haben ein Recht und die Pflicht, ihr Land und ihre Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Und natürlich muss man auch das Völkerrecht berücksichtigen und beachten, die Zivilisten verteidigen. Und ich glaube, dass hier auch die seitens Hamas die Palästinenser als Zivilschilder verwendet werden. Und ich glaube, man muss, um das wirklich lösen zu können, dieses Problem, hier an einer strukturellen Lösung arbeiten. Und es freut uns sehr, dass jetzt schon einige Schritte unternommen worden sind, um eine weitere Eskalierung des Problems zu vermeiden. Auch das ist sehr wichtig heute gewesen. Und dann sind wir natürlich schon im Vorfeld einig gewesen, dass es wichtig ist, das Völkerrecht zu verteidigen. Als die Ukraine überrollt worden ist, haben wir gesagt, wenn es keine Regeln mehr gibt, bedeutet das, dass wir in einer Welt sind, wo es ständig neue Krisenszenarien gegeben hat. Und genau das, was jetzt geschieht. Aus diesem Grund müssen wir weiterhin das Völkerrecht verteidigen. Und in unserer Kooperation werden natürlich all diese Themen, wo wir so Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellen. Und nächstes Jahr, wenn wir den Vorsitz der G7-Gruppe haben, sind wir sicher, dass Deutschland hier auch an vorderster Front mitmachen wird. Dann haben wir auch die Migrationsströme behandelt und sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass hier auch eine neue Vision angenommen werden muss, und das ist in Europa, und das bedeutet auch, dass die externe Dimension in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Wir müssen auch auf andere Art und Weise mit den afrikanischen Staaten zusammenarbeiten, und wir machen das auch schon seit einigen Monaten und wollen das auch noch in Zukunft machen. Denn im heutigen geopolitischen Kontext ist die Rolle Afrikas grundlegend, und wir müssen hier wieder eine Kooperation auf die Beine stellen, die auf Augenhöhe stattfinden muss. Wir dürfen hier nicht uns paternalistisch verhalten, sondern wir müssen es den Ländern Afrikas ermöglichen, besser zu leben und besser ihre Ressourcen zu nutzen. Wichtig ist, dass eine reguläre Migration stattfinden kann. Bedeutet es, die irreguläre Migration zu bekämpfen und auch die kriminellen Organisationen, die damit viel verdienen. Dann haben wir auch über die Themen, über die großen Entscheidungen gesprochen, die nun von Europa in den nächsten Monaten treffen müssen. Zum Beispiel, was auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt betrifft, auch wenn wir von verschiedenen Punkten ausgehen. Aber wir sind hier ganz offen und klar gewesen, welche die Notwendigkeiten der einzelnen Staaten sind. Und ich glaube, dass das nun langsam Früchte trägt. Und wir sind uns beide bewusst, dass nur wenn wir untereinander eine Lösung finden, kann dann auch endgültig eine wirksame Lösung für den gesamten europäischen Erdteil gefunden werden. Und damit komme ich auch schon zum Abschluss. Ich bin einverstanden auch mit dem, was der Kanzler über die Erweiterung gesagt hat. Ich bin eher
dafür, das Wiedervereinigung zu nennen. Das hat ja eine ganz besondere Bedeutung in Deutschland, dieser Ausdruck. Es ist also wichtig für Europa, offen zu sein, aufgeschlossen zu sein, inklusiv zu sein und Ländern, die mit Hoffnung auf uns blicken, auch konkrete Zukunftsaussichten zu geben. Und das ist grundlegend für die Zukunft Europas, vor allem in diesem Kontext. Also wir haben unwahrscheinlich viele Themen angegangen, aber ich bin sehr zufrieden, was die Arbeit betrifft, die wir gemeinsam gemacht haben. Auch heute ein für mich historischer Tag. Danke vielmals, Herr Bundeskanzler. Einen schönen guten Tag. Eine Frage an die Ministerpräsidentin Meloni und den Bundeskanzler Scholz. Ich wollte wissen, ob der heutige Gipfel nützlich war, um die Positionen Deutschlands und Italiens anzunähern, was Wachstums- und Stabilitätspakt betrifft und welche Kriterien in dem neuen Pakt stehen könnte. Und dann wollte ich von Ihnen wissen, was es bedeutet, dass der Präsident Putin heute am G20-Treffen teilgenommen hat. Kann sich das auswirken auf die internationalen Krisen, ausgehend natürlich von der Ukraine? Guardi. Ja, also was den Stabilitätspakt betrifft, habe ich ja zum Teil schon in meinen Ausführungen etwas gesagt. Wir machen Tag für Tag Fortschritte in einer Verhandlung, die natürlich nicht leicht ist. Wir haben natürlich unterschiedliche Notwendigkeiten. Aber wichtig ist einmal klar zu klären, welche die Notwendigkeiten einzelner Staaten hat. Dann ist auch möglich, eine Synthese herbeizuführen. Die italienische Position, das wissen Sie ja alle, wollen nicht einfach die Spendierhosen anziehen in unserer Haushalt. Wir sind eine seriöse Regierung und gehen diese Probleme auch auf seriöse Art und Weise an. Wichtig ist aber, dass wir unsere Investitionen schützen können. Denken wir auch an die strategische Entscheidung Europas, die Next Generation EU, die grüne Wende, die Digitalwende. Also wichtig ist, dass die neuen Regeln der Governance all das berücksichtigen, was die verschiedenen Nationen unternehmen, um diese Transformationen, um diese strategischen Entscheidungen zu fördern, im Rahmen natürlich einer seriösen Haushaltspolitik. Die Position Deutschlands, wie Sie ja wissen, ist eine Position, die vor allem möchte, dass der Schuldenberg abgebaut wird. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wo wir uns hier einigen können, auf einen Wachstumspakt, der auch wirklich dann von allen berücksichtigt werden kann, dem auch gefolgt werden kann. Es ist nicht leicht, aber einen Wachstumspakt zu finden, der in den nächsten Jahren befolgt werden könnte. Leicht wird es sicher nicht sein. Was nun die Teilnahme des Präsidenten Putins am G20-Treffen betrifft, so glaube ich, dass Präsident Putin teilgenommen hat, weil es leicht war. Es ging, es war ja nur eine Videokonferenz. Man konnte also in Moskau bleiben. Und dann, glaube ich, war es für ihn auch eine Gelegenheit, hier wieder eine politische Sichtbarkeit zu erhalten. Ich sage nicht, dass er unbedingt Propaganda betreiben wollte, aber immerhin, dass es ihm möglich war, wieder sichtbar zu werden, sozusagen. Das, was er gesagt hat, naja, Russland möchte am Friedensprozess arbeiten. Ich bin zufrieden, dass er das gesagt hat, aber ich glaube, dass man das sehr leicht beweisen kann. Man darf nicht vergessen, dass es in der Ukraine einen gibt, der angegriffen hat und einen, der angegriffen worden ist. Also Frieden und Invasion darf man nicht miteinander vermengen. Aber es war ganz einfach, das zu machen. Man muss einfach seine Truppen zurückziehen. In der Tat, es gibt gute Diskussionen in Europa über die Frage, wie wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt weiterentwickeln können. Da hat es zuletzt auch große Fortschritte gegeben, die bestimmt auch das Ergebnis der Diskussion sind, die unsere beiden Regierungen miteinander führen, was ich wichtig finde. Und die letzten Beratungen zum Beispiel bei den Finanzministern, dem sogenannten ECOFIN, sind ja von allen als ein großer Fortschritt gesehen worden. Auch wir haben darüber gesagt, die Lösung ist noch nicht da, aber sie ist viel näher gekommen. Und das ist auch das Ziel, dass wir es gemeinsam schaffen, hier die künftigen Regeln vernünftig zu definieren. Für uns ist klar, dass wir dabei wollen, dass Stabilitätskriterien eine Rolle spielen. Und gleichzeitig ist für uns auch klar, dass kein Land in ein Austerity-Programm gezwungen werden soll. Und das ist, glaube ich, eine Rahmenbedingung, die es auch möglich machen muss, dass die jetzt so naheliegende Vereinbarung Europa dann schließlich auch gelingt.
am Ende macht es keinen Sinn zu rätseln, was die Entscheidung des russischen Präsidenten betrifft, an einer Veranstaltung teilzunehmen oder nicht. Vermutlich ist es auch ein bisschen so einfach, wie die Ministerpräsidentin ihm gesagt hat, nämlich, es war einfach, das ist eine Videokonferenz. In der Sache war mir wichtig, dass es eine gute Gelegenheit ist, dass wir klarstellen, dass der Frieden in der Ukraine deshalb gefährdet ist, weil Russland die Ukraine angegriffen hat und dass er leicht wiederhergestellt werden kann, wenn Russland Truppen zurückzieht. Und das haben wir gemacht und andere auch. Und insofern war das auch interessant, weil er ja zuhören musste. Dankeschön. Frau Ministerpräsidentin, Herr Kanzler, das italienisch-albanische Migrationsabkommen hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das eigentlich mehr als eine leere Hülle ist, als dies hier teilweise empfunden wurde, und Herr Kanzler ein Vorbild für Deutschland, ja oder nein? Und erlauben Sie eine Zusatzfrage zu der in dem Aktionsprogramm ja auch erwähnten engeren Rüstungskooperation zwischen beiden Ländern. Die italienische Regierung scheint ja die Übernahme des italienischen Unternehmens Mikrotechnika durch den französischen Safran-Konzern zu verhindern. Warum eigentlich? Und Herr Bundeskanzler, es gibt Berichte, dass Deutschland das ebenfalls verhindern will. Vielleicht können Sie auch erklären, warum das so ist oder warum es nicht so ist. Ja, also was das Migrationsabkommen zwischen Italien und Albanien betrifft, ist natürlich nur ein Rahmenabkommen. Und dann müssen natürlich noch die notwendigen Normen und Regeln geschaffen werden, damit dies auch umgesetzt werden kann. Ich glaube, dass das ein innovatives Abkommen ist. Ich glaube, dass das ein Abkommen ist, das voll und ganz alle Regeln beachtet, auch die europäischen Regeln. Aber das könnte auch eine andere Art und Weise darstellen, mit Drittländern eine Kooperation herbeizuführen. Denn all das, was bis jetzt gemacht worden ist, war noch nicht sehr wirkungsvoll. Ob das morgen schon anderswo nachgeahmt werden kann, hängt davon ab, wie es uns gelingt, dieses Abkommen dann auch wirklich konkret umzusetzen. Diese innovative Lösung, die Italien hier ausfindig gemacht hat, und auch die Albanier werden natürlich alles machen, um auf die beste Art und Weise dieses Abkommen konkret umzusetzen, so dass es wirklich bahnbrechend sein kann, auch für andere Initiativen dieser Art. Was nun das Thema Safran-Komplex betrifft, heute im derzeitigen geostrategischen Kontext, dachten wir, gewisse Risiken unterbinden zu müssen, damit sich dies nicht negativ auswirkt auf die rasche Eingriffsmöglichkeit unserer Streitkräfte. Und damit jetzt es kam jetzt zu einer Unterbrechung schon auch bei der Logistik aufgrund dieser Zusammenarbeit mit Mikrotechniker und Safran schien nicht übereinzustimmen mit den Bedürfnissen unserer Streitkräfte, die eine Kontinuierlichkeit brauchten, auch bei der Versorgung mit diesen Rüstungen. Und das, was uns vorgelegt worden ist, schien nicht ausreichend zu sein, um das öffentliche Interesse in Italien zu schützen. Aber es wird natürlich auch in Zukunft Gelegenheit geben, um den Alliierten, um den Verbündeten noch zu zeigen, wie so wir uns so verhalten haben und dass wir auch weiterhin effizient sein sollen und etwas für unsere Sicherheit machen wollen. Schönen Dank. Sie haben ja schon gesehen, dass es auch die Europäische Union sich mit der Frage beschäftigt hat, was die Verständigung zwischen Italien und Albanien betrifft. Das ist mit der Auskunft geendet, dass es sich im Rahmen des europäischen Rechts bewegt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und für uns ist das natürlich interessant, die Dinge zu beobachten. Auch wenn natürlich hier eine ganz große Rolle die Nachbarschaft von Italien und Albanien spielt, nur durch eine See getrennt. Aber das ist etwas, was wir trotzdem natürlich interessiert anschauen. Wir wissen alle, dass wir einen Weg finden müssen, die irreguläre Migration zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass es legale Pfade der Migration gibt. Wir brauchen Partnerschaften mit den Herkunfts- und Transitländern und genau daran arbeiten wir, Partnerschaften, die, wie die Ministerpräsidentin gesagt hat, auf Augenhöhe funktionieren. Ansonsten ist alles gesagt worden zu den Entscheidungen, die die italienische Regierung getroffen hat im Zusammenhang mit dem
ein Unternehmen der italienischen Rüstungsindustrie. Wir arbeiten in Europa alle eng zusammen. Das ist selbstverständlich der Fall. Und das auch in größter Freundschaft und auch mit der Absicht, das in Zukunft alles weiterzuentwickeln. Einen schönen guten Abend. Ich wollte beide etwas fragen, und zwar was den Stabilitätspakt betrifft und etwas eine größere Klarstellung. Und ob sich die beiden Positionen angenähert haben, vor allem auf was Neuverschuldung und Schulden betrifft. Wie gehen Sie davor? Und dann zwei Dinge für den Kanzler Scholz. Italien hat ja den europäischen Stabilitätsmechanismus verbunden mit der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Was halten Sie davon? Ist das akzeptabel? Und dann, was den Dossier Lufthansa betrifft, hat ja in der Vergangenheit Italien sich beklagt, dass Europa ziemlich langsam an dieses Dossier herangeht. Sind Sie einverstanden mit dieser Entrüstung seitens Italiens? Ich werde kurz und bündig darauf antworten. Es ist nicht leicht, mehr zu sagen, als das, was Sie schon gesagt haben. Es ist klar, dass alles miteinander verbunden ist. Wenn Sie also wissen, wie man den Schuldenberg abbauen könnte, kann ich nicht darauf antworten, wenn ich weiß, was mit den Investitionen geschieht. Nicht, also man muss hier parallel vorgehen. Aus diesem Grund machen wir kleine Fortschritte und versuchen dann eine Synthese herbeizuführen. Das ist nicht leicht, aber wir sind beide uns dessen bewusst, dass wenn wir das schaffen, dann könnten auch die Verhandlungen auf europäischer Ebene leichter erfolgen. Aber man kann nicht die Antwort auf eine Sache geben, wenn man nicht die Antwort auf die andere erhalten hat. Schildert, dass ganz gute Fortschritte sind, was den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt befindet. Und das meine ich sehr ernst. Also insofern gehe ich davon aus, dass wir in Kürze auch eine Verständigung erreichen können. Alle arbeiten mit Hochdruck daran. Und das war so nahe, wie es schon lange nicht mehr war. Die letzte Zusammenkunft der Finanzminister hat da hoffnungsvolle Zeichen gesetzt. Und deshalb muss ich mich mit der Frage, wie alles miteinander zusammenhängt, wenig beschäftigen, weil es ja möglicherweise bald gar keine Frage mehr ist. Insofern arbeiten wir lieber an der praktischen Lösung der Probleme. Ein Satz, ich persönlich halte die SM-Reform für eine in der Sache gelungene, die den Mitgliedstaaten Europas nutzt. Aber das ist ja dann etwas, was für sich genommen entschieden werden kann. Die Zusammenarbeit von Lufthansa und ITA ist gut. Beide haben an unserem Business Forum teilgenommen und wir wünschen uns natürlich eine faire, ordentliche und zügige Behandlung in Brüssel. Herr Bundeskanzler, gehen Sie davon aus, dass der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland noch dieses Jahr verabschiedet wird und oder wann wird er beschlossen? Und eine Frage an Frau Meloni. Deutschland ist in einer Haushaltskrise. Sie sprachen die internationalen wirtschaftlichen bilateralen Förderungen an. Ist Deutschland aus italienischer Sicht noch diesbezüglich ein verlässlicher Partner? Schönen Dank für die Frage zur deutschen Haushaltspolitik. Die Bundesregierung hat dem Bundestag einen Haushaltsentwurf zugeleitet, über den jetzt beraten wird und wie Sie auch heute von den Verantwortlichen im Parlament gehört haben, sehr, sehr zügig. Der Respekt vor dem Parlament bedeutet, dass nicht die Regierung ansagt, wann das Parlament genau einen Abschluss findet. Aber das soll sehr zügig und sehr zeitnah erfolgen und das kann auch zügig und zeitnah erfolgen. Allerdings finde ich sehr richtig, dass nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dem Investitionsmöglichkeiten, die sich mit dem Klima- und Transformationsfonds verbinden, dann auch sorgfältig die Auswirkungen auf den Haushalt überprüft werden, von der Regierung, von den Regierungsfraktionen, aber auch von den Oppositionsfraktionen, dass alle Fragen beantwortet werden und dass niemand, wenn jetzt bald die Entscheidung getroffen werden, das Gefühl hat, das sei über seinen Kopf hinweg geschehen. Klar ist, dass die Regierungsfraktionen den festen Willen haben, sehr schnell diese Entscheidung durchzuführen und dabei dafür zu sorgen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, für einen guten Zusammenhalt in Deutschland, für die Weiterentwicklung unseres Sozialstaates, für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft auch tatsächlich weiter verfolgt werden kann, dass wir die ökologische
Transformation hinbekommen, die wichtig ist für unsere globale Wettbewerbsfähigkeit und für den Schutz des Klimas. Und insofern, glaube ich, ist bei allen der Ehrgeiz und der Wille da, das gut und richtig, zügig, aber nicht überhastet zu machen. Ja, also was mich betrifft, so glaube ich, dass Kanzler Scholz sehr zuverlässig ist und die Dinge zwischen uns funktionieren recht gut, weil wir klar und offen miteinander sprechen. Deutschland ist für mich ein zuverlässiger Partner und ich mag es nicht, mich einzumischen in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten und ich werde es also auch bei dieser heutigen Gelegenheit nicht machen. Ich möchte noch kurz etwas zum Thema Lufthansa sagen. Und zwar, wir sind nächste Woche bereit, die Mitteilung an Brüssel zu schicken, denn wir haben doch Europa gebeten, sich zügig hier zu verhalten und werden das noch einmal unterstreichen, dass sie zügig schauen soll, dieses Dossier abzuschließen. Denn wir haben eine gute Arbeit bis jetzt gemeinsam geleistet. Danke vielmals und gute Arbeit Ihnen.